Wir gehen paarweise vor. Isabeau, du nimmst dir mit Lafayette die High Street von Süden vor. Galahad und ich kommen von Norden. Wieso geht der Franzose nicht mit Galahad? Mademoiselle misstraut meinen Absichten. Ich verspreche, die ritterliche Öffentlichkeit stets zu wahren. Ich hätte gern jemand mit etwas mehr Erfahrung, der mir den Rücken frei hält. Ich dachte, du brauchst keinen Aufpasser. Na gut. Sie gehen mit Galahad. Mademoiselle erlaubt mir vielleicht eines Tages mein Können zu zeigen. Eines Tages. Denkt dran, wir betreten das Gebiet der Rebellen. Denen wird unser Eindringen in Whitechapel nicht recht sein. Nach unserer Entdeckung in Mayfair sollte das Royal Hospital unser Ziel sein. Seltsam, dass die Lykaner ihr Unterschlupf finden, nicht wahr, Monsieur? Glaubst du wirklich, dass die Rebellen mit den Halblütern kollaborieren? Der Lord Kanzler ist davon überzeugt. Ich habe meine Zweifel. Vertrauen Sie irgendwem, mon General? Nimm niemals hin. Stell immer Fragen. Mein Motto seit Jahrhunderten. Passt auf euch auf, alle. Dies wird kein leichter Gang. Geldschuhe. Ein Hort von Taschendieben, Kollaborateuren und Zuhältern. Früher war das einmal ganz anders. Da stand eine Kapelle. Ein Rückzugsort für Reisende. Das war sogar vor meiner Zeit. Die Stadtmauern standen noch nicht. Tja, man kann Whitechapel riechen, bevor man es sieht. Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu The Order 86 hier in Kapitel 3 in Whitechapel, wie es aussieht. Dem Ort, wo Jack the Ripper sein Unwesen trieb. Dem Ort, wo die Armen und die Damen des vertikalen Gewerbes. Des horizontalen Gewerbes ihre Arbeit frönen. Hier sind wir jetzt auch ein bisschen unterwegs. Und schauen wir mal an, ob es irgendwie was liegt. Denn ich möchte ja nichts verpassen, nicht wahr? Hallo? Da liegt nämlich tatsächlich schon was. Guck mal hier, eine Zeitung oder was ist das? Da lesen wir noch mal ein bisschen die Zeitung. Karl Benz, wunderbare Clara. Das erste Auto, wuhu. Wie immer, ihr könnt euch das gerne durchlesen. Ich lasse ein bisschen kurz offen und dann mache ich wieder zu. Ihr könnt ja auf Pause drücken. Und dann ist alles gut. Ja, ich würde mich auch in Ruhe dann nochmal durchlesen, während ich das Video schneide. Ich finde immer toll, wenn es hier so kleine Mini-Infos gibt. Ah, guck mal, hier sind ein paar Haken dran. Damit könnten wir es wegschieben, aber können wir leider gerade nicht. Na gut, gehen wir mal zurück zu unseren Leuten. Denn sie scheinen ja weiter zu wollen. Da wollen wir sie ja nicht aufhalten. Zum Feuerchen hier beim Efeuhaus. Jetzt auch echt neblig, ne? So typisch, wie man sich leider vorstellt. Mit Nebel! Und weiter geht's. Hinten steht Galahad, kann das sein? Nicht Galahad. Parsival, ich bin der Galahad. Ich muss mir den Namen noch so ein bisschen hinkriegen, irgendwie. Und die Penner sind hier natürlich auch zugegen. Ich habe leider keine Münze dabei, Freund. Ich glaube, hier gibt es keine Währung, die ich dir einfach so geben kann. Oh Gott, wie das aussieht. Hier alles eng, alles zu. Hinten sieht man den Wohlstand. Hier schläft einer oder er ist tot. Ich hoffe mal für dich, du schläfst. Denn Todsein ist ja kein gutes Ziel, was man haben sollte. Spindchen. Nichts ist mehr so, wie es mal war, Sebastian. Stimmt. Der Orden am allerwenigsten. Guck mal, wie dreckig hier alles ist, ne? Und auch vor allem der Boden matschig, liegt eine Weinflasche. Aber es ist sauberer, als ich dachte, dass es so im viktorianischen London ist. Gerade hier tut mir schon ein bisschen mehr der Schmutz auf den Straßen. Guck mal, hier geht's hoch. Ich geh jetzt mal hier hoch, mein Freund. Da ist irgendwie was. Komme ich da rein? Ich will da rein!
Wir haben übrigens eine andere Uniform an. Die ist jetzt nicht mehr so offiziell wie die andere anscheinend. Das andere war anscheinend immer die Prunk-Uni. Uniform. Ja, rauf kommen wir wahrscheinlich auch nicht mehr, ne? Doch. Kommen wir in das Haus rein? Hey du, Tür, geh auf! Kommen wir vielleicht später rein, oder? Ja, sieht nicht so aus, als jetzt kämen wir da jetzt so ohne weiteres hin. Na gut, dann folgen wir einfach mal den Weg. Vielleicht geht's hier vorne nach links oder so. Wir treffen uns beim Krankenhaus. Pass auf dich auf. Verstanden. Okay, es geht tatsächlich da lang. Hier entlang, Monsieur. Ja, ja, Raki. Ja, du bist aber forsch hier, mein Freund. Was haben wir denn hier? Eine Pfeife, die brennt sogar noch. Die qualmt noch. Die Asche ist noch warm. Ich finde es echt cool, wie man die Sachen hier untersuchen kann. Guck dir mal den Handschuh an, ne? Da sind auch so ein paar Stahlplatten oben drauf. Ich glaube, ein Schlag mit diesem Handschuh würde wahnsinnig wehtun. Also hier war vor kurzem einer. Jetzt ist er nicht mehr hier. Ist er runtergesprungen? Ja, du bist da unten. Schau mal, wie das aussieht. Da hinten sind sie am Saufen, oder was? Oder sind das schon die Damen des horizontalen Gewerbes? Ja, komm, erst mal, ich bin ja fast da. Eine Kanne. Die zwei Flaschen, ne? Jetzt müssen ja wohl die Säufer vom Herrn hier unterwegs sein. Zack. Du bist auch am Rauchen. Weiter, hier hat er Hähnchen. Schweinebeine. Alles lecker. Und was ist hier los? Lafayette. Okay, ich schlag da auf einen Typen rum. Sieht nicht gut aus. Der ist fertig. Bleib unten, dummer Penner! Okay. Warum geht's zur Schmelze? Wo geht's oben lang? Okay, da geht's anscheinend richtig weiter oder was? Lass mich mal vorbei, ich möchte mal in die Schmelze. Komm, lass den Typen nochmal ausstehen hier. Okay. Was haben wir denn hier? Ja, es sollte schmelzen, ne? Da liegt einer im Kasten, oder was? Hä, hier war doch gerade... Vorne ist eine Tür, okay. Lichter. Die brennen ja alle in der Schmelze, ne? Hm, wieder mal ein Zettel. Hm. Patience wins and redemption. Das sieht ja aus wie ein Kirchenbrief, ne? Mit Blut dran. Foundation of 4 pennies. 4 pennies, okay. Shall be provided. Shelter from the cold, assistance of a meal. Ja, es sieht aus wie so eine Kirchenunterkunft.
Ah, okay, es ist nur ein Umweg gewesen, weil wie wir sehen hier, sind wir schon wieder da, wo sie den armen Kerl niedergeschlagen haben. Auch wenn es jetzt so ein kleiner Miniweg wäre, aber ich finde sowas toll, dass es auch so andere Wege gibt. Kann ich hier durch? Ja, du hörst einfach nur zu. Ja, mach das. Was? Was haben die denn da gemacht? Ist das eine Puppe? Indem sie ihre Ritter ausschickt, um unsere Heimat im Namen von Gesetz und Ordnung zu schänden. Ja. Wo ist das Gesetz, frage ich euch. Ich sage euch wo. Tod und begraben. Und wo kein Gesetz ist, müssen die Leute aufstehen. Aufstehen und kämpfen. Und ihr Recht zurückholen. Sie sagen euch, es war niemals besser. Sie sagen euch, England macht Fortschritte. Was hat euch der Fortschritt gebracht? Abscheuliche Slums, manche nicht mehr als ein paar elende Baracken. Lange Stunden in Fabriken für einen Hungerlohn und eure Bosse. Also wirklich unentdeckt sind wir jetzt ja nicht geblieben, ne? Auch noch dankbar sein müssen. Kinder schuften sich zugrunde in der schwarzen Hölle der Minen. Na komm, hier durch, quitschen, komm schon. Deinetwegen ist sie tot! Komm her, Arm nach hinten. Wollten Sie sich Ihre Hände nicht schmutzig machen? Alles ist gut. Alles in Ordnung. Sie müssen keine Angst haben. Wie hätte ich wissen sollen, dass er der Ripper war? Er war ein Typ wie jeder andere. Er hat letzte Nacht wieder getötet? Ich wusste es nicht. Ich wusste es nicht. Keine Sorge. Sie sind in Sicherheit. Haben wir gerade Jack Ripper umgehauen? Wo ist so eine Leiche hin? Das ist Jack the Ripper? Na dann, Ripper. Genug gerappt für dein Leben. Wir sollten durch diese Tür gehen. Sollten wir das? Na gut, ich habe mich trotzdem natürlich erstmal hier oben. Man weiß ja nie, was hier doch irgendwo rumliegt. Guck mal, da oben die Häuser, alles so holzig. Sehr schön. Cool gemacht auf jeden Fall. Assault on Mayfair. Ja, das ist wahrscheinlich unser gestriges Abenteuer. Wie immer, Video kurz anhalten, durchlesen und dann wisst ihr mehr. So, liebe Freunde, ich würde sagen, das war's auch wieder für diese Folge von The Order 1886. Das nächste Mal schauen wir Whitechapel uns etwas genauer an. Wir haben immerhin schon Jack the Ripper, den Jack the Ripper, umgehauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.